Julia aus dem Stadtmuseum. Und heute geht's darum, wie dünn man Gold eigentlich schlagen kann. Ich sitze auf was ganz Wertvollem drauf. Ich zeig's euch mal. Das da! Das sind 1, 2, 3, 4 Gramm Gold. Das ist gar nicht viel. Ich zeige euch mal, wie viel das wirklich ist. Schaut mal, so groß kann man das kleine Goldstückchen schlagen. Aus dem klitzekleinen Goldnugget kann man so viel Blattgold machen. Irre, oder? Ich find's cool. Ich mag Gold. Jetzt habt ihr gesehen, dass aus diesem kleinen Goldkörnchen ein so großes Blattgoldblatt werden kann. Das sind insgesamt 4 Quadratmeter. Also aus 4 Gramm Gold kann man 4 Quadratmeter Blattgold schlagen. Wie viel 4 Quadratmeter sind, da fragt ihr mal eure Mama oder den Papa. Die sollen euch das mal zeigen. Das ist nämlich ganz schön viel. Und das macht man darum, weil Gold eben so wertvoll ist. Tschüss!